So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch bei einem neuen Let's Play. Jawohl, und wir spielen heute von Daedalic, The Suicide of Rachel Foster. Jawohl, Daedalic bekannt ja für so viele geniale Point-and-Click-Adventures wie The Ponya zum Beispiel oder Silence oder The Whispered World oder. Sehr, sehr geile Sachen, die sie auf jeden Fall gemacht haben. Auch sehr humoristisch, wenn ich das so schön ausdrücken darf. The Suicide of Rachel Foster geht mal einen ganz anderen Weg. Ist, mehr ein Walking Simulator im Stile von The Vanishing of Ethan Carter oder wie er hieß. Und, Edith Finch oder wie es hieß. Ach, ich verwechsel das immer. Ihr wisst aber, was ich meine. Und genauso ist auch The Suicide of Rachel Foster. Wir spielen die junge Nicole Schlag mich tot, wenn wir noch im Laufe des Spiels erfahren. Die nach 10 Jahren wieder zum Hotel zurückkehrt, wo sie damals mit ihrer Mutter gelebt hat. Und ja, sie musste quasi vor 10 Jahren das Hotel verlassen, weil ihr Vater die Mutter betrogen hatte mit einer sehr, sehr jungen Frau, die sich dann irgendwann auf mysteriöse Weise das Leben nahm. Das ist diese Rachel Foster. Ich hoffe, das habe ich genauso richtig gesagt. Storytechnisch müsste das so hinkommen. Wir werden es aber alles nochmal erleben und ja, deswegen sage ich jetzt mal nicht fortfahren. Wir haben nämlich schon mal ein bisschen geguckt rein, um mal in die Steuerung uns ein bisschen reinzufilmen. Wir machen natürlich neues Spiel. Bist du sicher? Jawohl, natürlich bin ich sicher. Was für eine Frage. Natürlich sind wir sicher. So. Dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten tun tut. Hä? Jetzt haben wir bestätigt, ne? Ja, sollte hinkommen. Können wir noch was auswählen? Nö. Hallo? Warum? Bist du sicher? Ja. Ah, jetzt. Okay, die Geschichte, von der du nun erfahren wirst, lebt von ihren Details. Eine sorgfältige Beobachtungsgabe. Ja, ne, wisst ihr Bescheid. Meine liebe Nicole. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Oh, wow, okay, jetzt können wir schon steuern. So, kann ich mal bitte durch? Hallo? Hallo? Kann ich hier bitte mal durch? Hallo, dankeschön. So. Okay. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierende Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Dass sein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir, aber... Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast in deinem Zimmer, das dir fremd war.
Naja. Und als Duncan. Okay. Und als Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es. Können wir da mal zurückgehen? Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Okay. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Seh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahl deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Oder uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Okay. Okay, krass. So. Bin mal gespannt, was uns jetzt bei diesem Spiel erwartet tun tut. Helena National Park, Montana, USA, Dezember 1993. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Okay, alright. Sind wir jetzt bei dem Hotel angekommen? Ah, jetzt haben wir erstmal einen wunderschönen Ladebildschirm von Hello from Montana. Puh. Na, komm schon. Komm schon. So, okay. So.
That's all I remember from the night we departed 10 years ago. Okay. So, Dilly. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Telefon. Hallo. Telefon. Geht jemand mal dran? Warum steht denn hier die Tür auf? Wow, okay. Timberline Diorama. Schön. Wir nähern uns dem Telefon. Wo ist denn das? Hier? Ah ja. Hier ist es. So, okay. Benutzen. 911 Emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. Very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger, you Portland folks, and only dream of. Oh, okay. I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Ah, alles klar. Don't run off, all right? Jo, alles klar. Oh, cool. Ein Commodore 64. Oder was steht da? Computore 48, ja. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Ja, so ein Provinzleranwalt, genau. Tja, wir sind wahrscheinlich ziemlich versnobbt. Eine ziemlich versnobbte Göre. Naja, schauen wir mal. So, jetzt gucken wir erstmal auf der Karte. Wir müssen zu der Master Suite. Master Suite natürlich. Die ist aber hier nicht. Ah, die ist im ersten Stock, glaube ich. Welcome to the beginning of your adventure. Ja, auf jeden Fall. Okay, danke. Okay, dann gucken wir mal. Bin schon sehr gespannt. So. Alright. Also man muss schon eins sagen, vielleicht ist es euch auch jetzt gerade schon so ein bisschen aufgefallen und auch schon während der Fahrt zum Hotel, dass es gewisse Ähnlichkeiten hat mit einem ganz bestimmten Klassiker. Jetzt gerade auch, wo ich den Teppichboden und so weiter sehe und auch diesen Gang, es erinnert mich tatsächlich ein wenig an The Shining. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso geht. Und naja, gucken wir mal weiter. So. Was haben wir denn hier?
Okay. Hm. So. Untersuchen wir erstmal hier alles. Bücher, Bücher über Bücher und über den Büchern noch mehr Bücher. Was ist das? Was war das hier eben? Ah, Spieluhr. Ja, kann man aber, glaube ich, hier gar nichts machen. Oh, wo geht es denn hier hin? Ist das, ah, das ist nur so ein Abstellraum, aber mir scheint so, als könnte man hier auch weitergehen. Polaroid können wir uns nicht nehmen. Everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Genau. Mein altes Skateboard, wie toll. So. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Mm-hmm. No guest rooms, okay. Ah, ja. Hm. Gut. Hier war sonst nichts. Geht jetzt hier ab. Okay. Okay. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... Whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Nett. Sehr nett. Den haben wir ja schön abgewimmelt. Wurde ja echt nett schien. Alter, was macht denn da so die ganze This place Zeit? Is a real mess. Never thought to find anything like that. Whoa. So. Oh man. Oh, krass. Okay, das meldet man mal. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah, I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Ja, doch schon. Yeah?
Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? sorry about that. Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again, thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man... To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! Bye! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Genau, das würde ich auch tun, denke ich mal. Und das werden wir auch definitiv tun. Aber ich würde sagen, dann in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt The Suicide of Rachel Foster. Seid dann wieder mit dabei. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, die erste, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn euch danach ist, wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns schon bei der nächsten Folge, die schon morgen ist. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.